In Deutschland sind Non-Profit-Organisationen unheimlich wichtig und das kann man ganz leicht sehen, wenn man sich überlegt, was wäre, wenn es überhaupt keine Non-Profit-Organisationen geben würde. Dann gäbe es keine Sportvereine, dann gäbe es ganz viele Einrichtungen, nicht in der Kinder- und Jugendhilfe. Es gäbe viele Theater und Museen nicht und es gäbe auch viele, also Seniorenheime nicht und so weiter und so weiter. Das wäre ein ziemlich trauriges Land. Mein Name ist Annette Zimmer. Ich war von 96 bis ganz vor kurzem Professorin für Sozialpolitik und vergleichende Politikwissenschaft an der Universität Münster. Ich bin jetzt dort noch tätig als Seniorprofessorin mit einigen Projekten zum Non-Profit-Sektor, zur Philanthropie, zu Sozialunternehmen und zum bürgerschaftlichen Engagement. Also unser Studiengang Non-Profit-Management und Governance ist einzigartig im Vergleich zu anderen Studiengängen. Das ist einmal die sehr individuelle Betreuung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die ja hier bei uns in kleinen Gruppen zusammenarbeiten. Also ist alles andere als eine Massenuniversität. Zum anderen aufgrund der hohen Interdisziplinarität. Es arbeiten also Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Disziplinen, angefangen bei Jura bis hin zur Volkswirtschaftslehre am Studiengang mit. Und wir haben eine gute Verbindung von Praxis und Forschung. Also der Studiengang richtet sich an ein breites Spektrum von Interessentinnen. Das reicht also von ehrenamtlich und bürgerschaftlich Engagierten, die sich professionalisieren wollen. Das geht über diejenigen, die einen Fachhochschulabschluss haben und in sozialen Organisationen meist tätig sind und sich weiterbilden wollen und einen Masterabschluss machen wollen. Es richtet sich an Personen, die einen Um- oder Ausstieg planen, die zum Beispiel in der Wirtschaft oder in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, aber eigentlich eine Tätigkeit im Non-Profit-Bereich anstreben möchten. Also wir haben ein ganz buntes, breites Spektrum von Interessenten. Also was sehr hängen bleibt bei Studierenden, die also den Studiengang durchlaufen haben, ist einmal das Structure Follow Strategy, dass also praktisch die Struktur einer Organisation der Strategie der Organisation folgt. Und das ist für Non-Profit-Organisationen ganz wichtig, weil also diese Organisation im Gegensatz zu anderen Organisationen ja immer eine ideelle Zielrichtung haben. Und das ist nicht immer ganz einfach, dann also in Organisation und in Management umzusetzen.